Ein Kaltlufteinbruch steht bevor und die kälteste Nacht dieser Woche wird die Nacht zu Donnerstag sein, regional mit leichtem Frost. Und das ist mit Blick auf die Blüte derzeit keine so gute Nachricht. Aktuell haben wir es immer noch mit dem Sahara-Staub in der subtropischen Warmluft zu tun. Man sieht hier die Dunsttrübung zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen mit der interessanten Himmelsfarbe. Und der Sahara-Staub kommt wirklich auf direktem Wege hier aus Nordafrika zu uns nach Deutschland. Das zeigt auch hier diese Prognosekarte für Dienstag. Hier ist Nordafrika zu sehen, hier der zentrale Mittelmeerraum und eben Deutschland mit der hohen Sahara-Staubkonzentration. Aber der Wüstenstaub macht sich dann im wahrsten Sinne des Wortes am Mittwoch aus den Staub. Dann gibt es den Luftmassenwechsel. Von Westen kommt dann auf jeden Fall saubere Luft zu uns nach Deutschland, aber die ist dann deutlich kälter. Dementsprechend rauscht die Temperatur in den Keller. Am Dienstag ist es noch relativ warm für die Jahreszeit hier in der Osthälfte. Teilweise Sonnenschein am Vormittag, in der Westhälfte dichte Wolken, teilweise Regen. Der Regen kommt im Laufe des Tages ostwärts voran. Viel wird in der Mitte nicht ankommen. Im Norden, im Süden teilweise kräftige Schauer, örtlich mit Blitz und Donner. Am Nachmittag im Westen freundlich, aber ganz schön windig. Höchsttemperaturen im Osten 20 bis 27 Grad. Im Westen wird es kühler sein. Im Südwesten geht die Temperatur runter im Laufe des Tages auf rund 9 Grad am Nachmittag. Schön der Windsprung zu sehen von Süd auf West und mit Kaltfrontpassage böig auffrischender Wind. Am Mittwoch wird dann die Schneefallgrenze in den Frühstunden bei rund 1000 Meter liegen hier im Gebirge. Also eine ganz schön kalte Geschichte. Wechselhafter Tag im Norden, am Donnerstag teilweise Regen. Die Nacht auf Donnerstag im Süden aufklaren. Dann gibt es hier in Bayern und Baden-Württemberg regional Frost um minus 1 Grad tagsüber mit viel Sonnenschein. Dann rund 21 Grad. Eine Hochdruckbrücke baut sich dann auf. Mehr dazu hier im 7-Tage-Trend.